Zu der Normalität vor Corona werden wir erst dann zurückkehren können, wenn wir entweder ein Wundermittel gefunden haben, das in 95% der Fälle hilft, oder wenn wir einen Impfstoff entwickelt haben. Es wird nicht so wie früher, solange wir keinen Impfstoff und kein Medikament haben. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. Ich denke, dass wir mit der Einführung von Impfstoffen ein entscheidendes Werkzeug bekommen, mit dem wir die Krankheit beherrschen und die Krankheitslast so reduzieren können, dass wir wieder zu einem Leben dazu kommen, wie es vor Corona war. Things won't go back to truly normal until we have a vaccine that we've gotten out to basically the entire world. Alle Hoffnungen auf eine Rückkehr zur Normalität, die richtige Normalität, die wird es geben, wenn alle geimpft sind. As long as not everybody is vaccinated, nobody will be safe. Und solange wir nicht die Welt geimpft haben, werden wir immer im Risiko sein. Eventually what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person, because you don't want people moving around the world where you'll have some countries that won't have it under control. Bevor nicht der letzte geimpft ist oder ein Impfangebot hatte, ist diese Pandemie nicht besiegt. Wir müssten jetzt bald mal eine Aussage dafür bekommen, ob jemand, der geimpft ist, nicht nur irgendwann einen Impfpass bekommt, sondern ob die Freiheit damit auch verbunden ist. Wo die Freiwilligkeit zum Ergebnis führt, da braucht es keine Pflicht. Und dann sagen manche Menschen, wir haben ja keine Impfpflicht. Dann sagen manche Menschen, jetzt möchte ich nicht geimpft werden. Dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen. Wichtig ist bei dieser Geschichte, dass wir immer zwei Grundziele haben beim Impfen. Impfen für die Gesundheit und Impfen für mehr Freiheit. Es ist nicht wie so eine Polio-Impfung, einmal im Jahr und dann ist vorbei. Selbst eine schnelle Impfung unserer Bevölkerung ist noch keine Garantie dafür, dass sich weltweit nicht auch weitere Virusmutationen verbreiten, gegen die unsere Impfstoffe dann nicht mehr oder weniger gut wirken. Und wenn Ausreißervarianten auftauchen sollten, müssen wir entsprechende Impfstoffe entwickeln. Es werden zukünftig mehr Varianten auftreten. Das ist biologisch sehr plausibel. Und je mehr wir impfen, desto mehr Varianten werden noch auftreten. Das Impfen ist nicht nur dieses Jahr. Wir müssen jedes Jahr 60 Millionen Menschen in Europa oder 350 Millionen in Deutschland oder 350 Millionen in Europa impfen. Wenn wir diese Schlacht gewinnen wollen, dann müssen wir alle mitmachen. Und da können wir niemanden brauchen, der querschießt. Sollten wir einfach so tun. Und ich habe das auch in meinem Beitrag deutlich gemacht, dass die Pandemie erst besiegt ist, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Also wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt. We just don't know the long-term side effects of basically modifying people's DNA and RNA. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. I totally agree. Our common goal is to vaccinate the world this year. I mean, and we're taking things that are, you know, genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. Die wichtigste Waffe, die wir haben, das Impfen. We just shoot them right into the vein. Solange wir nicht die Welt geimpft haben, werden wir immer im Risiko sein. Und Mutationen entstehen natürlich. So ist es. Und je mehr wir impfen, desto mehr Varianten werden noch auftreten. Wir haben jetzt ja im Grunde eine neue Pandemie. Die Mutation Großbritanniens hat die Mehrheit übernommen unter dem Virus. Das heißt, im Wesentlichen haben wir ein neues Virus. Natürlich derselben Art, aber mit ganz anderen Eigenschaften. Deutlich tödlicher. Deutlich infektiöser, länger infektiöser. As long as not everybody is vaccinated, nobody will be safe. You know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. I will say one thing, and it may come as a shock to people. This pandemic has been very severe. It's spread around the world extremely quickly and has affected every corner of this planet. But this is not necessarily the big one. Bill, since you tried to warn us about this pandemic and we didn't listen,
What's the next thing you're warning us about? Well, I didn't want to be right. What I wanted to do is... I understand. I'm not saying you won. Everybody loses. Nobody wins with this. And I'm not saying that this is not an end zone dance. I'm just saying everybody loses. Nobody wins with this. And I'm not saying this is not an end zone dance. I'm just saying, what else are we not listening to that we need to take action on now? Well, the idea of a bioterrorist attack is kind of the nightmare scenario, because they're a pathogen with a high death rate would be picked. Now, the good news, most of the work we're going to do to be ready for pandemic two, I call this pandemic one. But this is not necessarily the big one. Most of the work we'll do to be ready for that are also the things we need to do to minimize the threat of bioterrorism. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Die wichtigste Waffe, die wir haben, das Impfen. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. We just don't know the long-term side effects of basically modifying people's DNA and RNA. Die mRNA-Impfstoffe versprechen deutlich viel. The idea of a bioterrorist attack is kind of the nightmare scenario. Die Bevölkerung wird durchgeimpft. Alle Menschen auf der Welt. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. 1,8 Milliarden zusätzlichen Impfstoffdosen über den Zeitraum 21 bis 23. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. We'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time. Das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharma-Lobby gegen die Politik, und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren, bis zur Stunde. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja,